Ihr wollt wissen, was ich mit dem Turbodraht vorhab? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Weiter haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ja, wir wollen weiter gucken, dass wir hier den Spaß dran haben. Wir wissen, dass wir für unseren Kram hier unten die, Moment, wo war das? Da vorne. Erstmal wieder hinkommen. Nee, da habe ich zu wenig Platz. Hier ist auch schon schwierig genug. So, hier haben wir nämlich. Was fehlt uns hier? Stahlrohr. Das heißt, das müssen wir uns da vorne noch mal wegklauen. Dann brauchen wir die Stahlbetonträger. Die werden ja gemacht, aber noch nirgendwo hingebracht. Und die modularen Rahmen. Die müssten quasi hier sein. Da fehlen verstärkte Eisenplatten. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir damit an, weil angeschlossen ist das soweit alles. Die wären dann schon mal drin. Verstärkte Eisenplatten. Darum einfach hoch. Du machst das. Du machst verstärkte Eisen. Aber dir fehlt dafür was. Nämlich Gummi. Das heißt, wir müssen hier erstmal Gummi reinkriegen. In das oberste. Aber von wo? Oh, da. Da geht's rein. Okay. Mal gucken, wo wir Gummi an. Hier haben wir Kunststoff. Haben wir hier irgendwo Gummi? Hier ist auch der Spaß. Dann können wir da wegholen. Machst du? Du machst da Stahlrohr draus. Also hier haben wir noch kein Gummi. Ich habe immer eine Ahnung, wie wir es machen. Jetzt hier über das Kunststoff. Oder, naja, eigentlich gehen wir erstmal. Hier ist die Leitung. Zack, zack. Ein bisschen weiter hinten rum, ne? Wenn ich den so setze. Dann so, das funktioniert, oder? Ist von da. Ja, das funktioniert. Bald schon. Komm her. Dann. Dann. So, dann. Hätte ich das gerne. Dahin, dementsprechend musst du. Als zwei, dahin. Du kommst dort dran. Okay, war ein bisschen daneben. Macht nichts. Hätte ja klappen können. Ziehen wir uns jetzt den Spaß mal so ein bisschen hier. Nach gut dünken. Drüber. Gehen einmal hier oben drüber. Wo wir hier mit dem Gummi hingehen. Weil Gummi läuft hier ja schon.
zwar hier oben hoch. Das ist sehr gut. Kommt ein Splitter drauf. Hier wäre natürlich optimal ein Splitter, aber nee. Dann setzen wir den da hin. Müssen wir rausnehmen. Wo ist hier der Knick? Da muss auch eine Stütze sein. Okay, das machen wir anders hier. Eins, zwei, drei. Mir fehlt alles. Okay. Das ist Gott sei Dank nicht ganz so schwer. Oder ein Problem. Denn dafür haben wir hier hinten diesen Container. Jetzt sollten wir erstmal wieder genug haben. Ich weiß mal, wo die Sachen sind. Das ist ja Wahnsinn. Hätte ich ja nie mit gerechnet. So. Zack. Einmal hier rauf, bitte. Die Stütze kommt raus. Direkt davor. Eins. Daneben. Eins. Zwei. Eins, zwei, drei. Ein. Und da vorne habe ich natürlich auch eine Stütze. Hoffe ich, dass das hier reicht, sonst muss ich irgendwo eine Zwischenstütze basteln. Jetzt habe ich hier schön so rumgezogen und sollte das so passen. So. Ich behaupte jetzt, das ist zu weit, weil ich die zu nah dran habe. Wow. Damit habe ich im besten Willen nicht gerechnet, dass das funktioniert. Okay, jetzt geht der Spaß. Dahin. Und zwar und wieder der Spaß, ne? Echt vier Stützen gesetzt. Wow. Immerhin. Also eigentlich sind es drei, aber. Ja. Heißt, von da aus. Da drin. Da drin. Da dran. Gummi läuft.
Du machst verstärkte Eisenplatten. Wunderbar. Die verstärkten Eisenplatten gehen da rein. Allesamt gehen nach unten. Was läuft hier hinten rum? Eisenplatten. Na gut. Heißt aber, hier unten bei dir. Sollten jetzt diese Platten ankommen. Da liegen normale. Da liegen Warrior. Okay, das geht, läuft langsam an. Sehr gut. Du machst verstärkte Rahmen. Okay. Ich hänge an der Decke. So. Das wiederum kommt hier zusammen. Geht in den unteren rein. Okay. Dann haben wir die zwei noch offen. Dann haben wir einmal Stahlrohr. Stahlrohr. Stahlrohr muss ich jetzt einmal gucken. Das Kabeldraht. Stahlrohre habe ich ja hier. Kann ich hier irgendwo abzweigen? Würde sich der obere anbieten. Das machen wir auch direkt. Und zwar irgendwo bis. Sagen wir mal da. Machen wir uns das Loch hier recht weit am Rand. Verdammt, die müssen hier rausgehen. Nicht rein. Jetzt geht der Spaß nämlich hier hoch. Muss dorthin. Muss er nicht, sondern muss einen weiter nach rechts. Dahin. Dann lassen wir den Spaß dort runterlaufen. Gar nicht so weit, ich depp. Guck mal. Da ist doch schon das, was ich haben will. Switch, Splitter meine ich. Switch. Hier reinlaufen, ne? Jo, sehr gut. Fehlen die Stahlbetonträger, die hier gemacht werden. Und die hätte man auch oben laufen lassen können. Wo werden sie denn gemacht? Da. Brauche ich die sonst noch irgendwo? Versuch die mal eben auf meinem Plan zu verfolgen. Steel Pipe. Cased Industrial Pipe. Okay. Die gehen, also die Beams gehen tatsächlich 20 pro Minute einfach nur da unten rein. Das heißt, sie sind für genau diese eine Sache nur da. Das ist ja einfach. Das ist tatsächlich sehr einfach. Fusionator. Eins.
hier. Durchführung. Da läuft der Spaß rein. Und wir gehen hier runter. Ups. Okay. Dafür kommst du. Dorthin. Dorthin. Und dorthin. Ihr Kollegen geht jetzt auch da rein. Sehr gut. Die fangen an. Und ihr seid auch schon angeschlossen, dass ihr irgendwo hingeht. Jo, da geht's nach unten. Kommen dann da raus, gehen da hinten rum. Gehen da auf ein Band, das ich mittendrin. Was habe ich denn hier für eine Monstrosität gebastelt? Ach so. Okay. Ich verstehe es. Er kommt da runter. Das Band hier war einfach nur, weil war Überschuss von da und geht dann nicht weiter. Meine Güte. Hier kommt da rein. Da müssen wir jetzt warten, bis die ersten ankommen. Dann hoffentlich auch ankommen. Jo, da kommen die ersten. Zwei oder drei? Okay, die laufen auch los. Ihr werdet hier weggenommen. Sehr gut. Geht da lang, geht hoch. Und macht auch euren Dienst. Perfekt. Okay. Das ist halt alles so langsam. Wo gehen die Lichter an? Wo gehen die Lichter aus? Wunderbar. Was haben wir denn hier? Du bekommst Druckumwandlungs, die werden oben gebaut. Okay. Was kommt hier eigentlich alles rein? Okay, da kommen die Stäbe rein. Es fehlt die ummantelte Uranzelle. Die Uranzelle wird da oben gemacht. Da ist aber noch nicht alles da, weil einerseits fehlt Uran. Andererseits fehlt. Ich glaube, da fehlt nur Uran, oder? Da fehlt nur Uran. Quarz liegt einfach noch nicht an, weil. Wird nicht fertig gemacht. Du, was bastelst du hier? Also, ihr habt gerade irgendwas gemacht. Druckumwandlungsblöcke. Sehr gut. Also, auch die Funksteuereinheiten werden schon produziert. Wunderbar! Die sind hier, die haben Aluminiumgehäuse, die machen was, die kriegen Quarzoszillatoren. Wunderbar! Hier kommen Quarzoszillatoren raus, die kriegen sehr wenige KI-Begrenzer. Das dauert halt alles noch, weil die da oben mit dem anderen Zeug noch beschäftigt sind. Könnten wir nochmal gucken gehen. Das ist noch eine Etage höher. Gehen wir mal hier an die Decke und hoch.
120 Punkte. Das ist, du bist übertaktet. Du bist übertaktet. Okay. Oh, wie viel machst du denn pro Minute? 5. Okay. 10, 20, 10, 20, 32. Ist wirklich sehr, sehr knapp. Aber ne, das war ja die Nummer mit, das muss erst anliegen. Wenn ich viel schneller verbrauche, als ich fliege, dann ist natürlich sehr doof. Aber nee, das war die Nummer, das muss hier erstmal alles volllaufen. Warum bist du untätig? Den habe ich jetzt nicht verstanden. Du hast genug drin, von allem. Warum warst du untätig? Ich weiß nicht, so wie viel die stacken. Okay, du brauchst noch einen Moment. Das ist klar, dass du noch so... Ja. Also du frisst ja hier erstmal wie blöd, ne? Lässt aber deinen Kumpels hier nichts selber. Turbodraht muss auch noch irgendwo um das hingelegt. Obwohl, das wird schon. Das läuft da hinten durch. Okay. Er scheint auch langsam hier zu stoppen. Zwar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber das hier ist auf jeden Fall gut gefüllt, das Band. Also, das passt. Arterium, Barren, ah, die sind auch noch nicht überall vollständig angekommen. Dass sie sich ein bisschen zurückstauen. Du hast immer genug drin, das ist doch super. Du bist so... Achso, du bist so voll, dass du hier stehen bleibst. Da könnte man überlegen, da noch ein bisschen zuzufüttern, indem man sagt, alles was hier... Habe ich alles dabei für einen intelligenten Splitter? Okay, ich kann fast einen programmierbaren machen, aber einen intelligenten Splitter habe ich so ziemlich genau nichts dabei. Pass mal auf, ich packe mir den mal hier oben rein. Ja, mal hier runter. Jetzt mal ein bisschen um. Also ich weiß, dass für die einen Platten hier, die stärken Eisenplatten, die sind eigentlich das Problem. Die haben wir hier vorne. Ja, Platz ist gerade eher ein Problem. Aber auch das kriegen wir gelöst, indem wir Geschenke wegschmeißen. Die machen wir nämlich nicht. Okay. Das haben wir. Dann brauchen wir Rotoren. Mal dann direkt daneben. Aber auch. Jetzt brauchen wir KI-Begrenzer. Haben wir hier unten den KI-Begrenzer drin? Kupferblech, elektromagnetischer Steuerstab, Supercomputer-Kühlsysteme, Eisenstangen, nicht Einstellung. Draht, Aluminiumplatte, gemischt. Nein. Nein. Platin. Jetzt nicht KI-Begrenzer, die ich da oben mache. Damit die schneller gemacht werden, will ich gerade Ding setzen, kann das aber nicht, weil ich kann nicht. Es ist irgendwie witzig. Da haben wir dich. Der hat mich gerade noch so weggeklaut. So. Intelligent. Komm her. Machst du mal so lange ein bisschen was dazu. Und zwar geradeaus ist beliebig und linker Ausgang ist Überschuss. So, passt schon.
Dann ballert das hier erstmal ein bisschen rein. Ja. Das gefällt mir. So. Das haben wir, dann laufen die auch ein bisschen besser. Zumindest hier hinten der. Dieser dort. Wie sieht das bei dir aus? Oh, ist auch schon über 300. Guck mal, Autosave kommt jetzt. Ist doch wunderbar. Ja, haben wir das schon mal gelöst. Ja. Nur auf den ersten da vorne liegen sowieso schon voll an. Das ist. Oh, das gefällt mir richtig gut. Dann müssen wir jetzt gucken. Wie wir da unten weitergehen. Weil, wie gesagt, das Uran mache ich als allerletztes. Schalte ich das an. Weil die Frage, ob ich irgendwann noch einen Zug dazu packen muss. Das wird auch nochmal eine schöne Herausforderung. Wir müssen mal gucken, wie das im Durchfluss aussieht. Das weiß ich ja jetzt noch gar nicht. Okay. Das war ein wilder Sprung, aber egal. Ja, komm, das hier nehmen wir schön als Thumbnail, oder? Zack, rein da. Wunderbar. Das läuft. Die stauen sich. Das ist super. Also das ist genau das, was ich haben möchte, dass die Bänder immer schön voll sind. Du machst dich so langsam wieder auf den Weg, genau. Wie sieht es bei dir aus? Ja, du warst immer so ziemlich genau optimal, ne? Oder? Ah, du bist bei 63%. Das ist mies. Wie viel sind das immer? 100. Okay, also es dauert halt ein bisschen, bis der da wirklich optimal läuft. Aber es wird schon besser. Das bedeutet aber auch, dass mindestens einer da unten immer durchgeht. Und der geht dann in die Richtung, mal gesagt, geht da hinten runter und macht mehr von den Teilen. Da ist doch alles super. Also mehr oder weniger. So. Was hat mir jetzt eigentlich Anliegen, wo ich gesagt habe, das geht? Verdammt, wenn man hier einmal was aus dem Auge verliert. Irgendwo war ein Ding an der Decke. Ja, es war der Turbodraht. Sehr gut. Auch das funktioniert. Das steht auch alles. Mein Stehen ist in dem Fall nicht so gut. Da geht das Turbodraht lang. Und der denn jetzt? Du denn? Und wo kommst du her? Das ist von da oben her. Ach so, das sind die anderen, die ich da gemacht habe. Hier geht da lang. Da hinten hin. Aufs Band. Der anderen Seite. Jetzt sind dann die Computer, oder? Ja, okay. Oh Mann. Der Komplex hier läuft. Der Kram hier läuft auch. Platin. Kommt nur zu wenig Quarzsand an. Was daran liegt, dass hier. Ja, das sind wieder so Sachen, die sind dann so richtig schlecht. Wiederum daran liegt, dass das hier nicht sauber läuft. Wie können wir das denn beschleunigen? Oder
Ich müsste ja Quarz genug haben. Kann ich den irgendwie noch in Quarzsand verarbeiten? Weil ich nehme ja im Moment nur das Nebenprodukt. Wenn ich einfach so 2-3 Konstruktoren mache, die das dazu füttern, wäre ja noch eine Möglichkeit. Könnte klappen, weil wie gesagt, im Moment ist einfach nur das hier voll. Ich kann mir nochmal einen KI-Begrenzer holen. Noch ein. Ich weiß, das ist jetzt gerade sehr kontraproduktiv, was ich vorhabe. Ja, komm, nehmen wir die nur da raus. Ist schon. Habe ich alles für einen Schredder. Sieht so aus. Dann kommt hier einmal ein intelligenter Splitter hin. Auf dem rechten Ausgang Überschuss hat. Und zwar gehst du hin und war was da. Direkt da rein. Und du kommst einfach. Da ist kein Anschluss mehr frei. Das können wir ändern. Oh, meine Zeit. Moment, das machen wir jetzt noch eben zu Ende. Damit wir. So, du hängst einfach mit da dran. Damit unsere Produktion da besser läuft. Warum mache ich das denn? Achso, da habe ich ja ein bisschen Load Balancing. Funktioniert ja super. Okay. Der Spaß geht jetzt erstmal in den Schredder. Wie viele Bronze haben wir? Eieiei. 7. Hört sich in Grenzen. Jetzt sind 1. 6. Ach, guck mal. Oh, 45 Millionen von. Wunderbar. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Käffchen. Tschüss.